Ja, hallo, ich bin der Vari und ich bin hier wieder bei meiner Big Game Icon. Diese komische Kamera, die aussieht wie so ein Star Wars Trooper, so ein Biker Trooper. Man hatte mir eine E-Mail geschickt aus Amerika, dass wohl die Kameraauflösung sich ändert, wenn ich im Menü Foto die Auflösung einstelle, weil danach richtet sich wohl die Videoauflösung. Das habe ich jetzt mal probiert. Ich habe eine andere Auflösung eingestellt und die Kamera ganz dicht am Boden gehabt. Und die ersten Bilder, die ich auf meinem Telefon gesehen habe, ja, ich glaube, die Qualität ist höher. Sie ist besser geworden. Ich probiere das jetzt nochmal aus in der Höhe mit Sicht auf die Hahnenfußgewächse. Die sind übrigens sehr giftig. Wenn man da durchläuft, bekommt man ganz schlimme Quaddeln. Probiert es hier nochmal aus, weil man hat mir außerdem geschrieben, dass die Stärke dieser Kamera in der Entfernung liegt. Das probieren wir jetzt nochmal aus. Ihr seht jetzt die Aufnahmen aus der Bodennähe und wenn ich in einer Woche nochmal hierher komme und die einsammle, dann seht ihr auch die anderen Videos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, das wird beim ersten Windstoß wahrscheinlich runterfallen. Deswegen kann man auch zwei Gurte dran machen. Aber gut, probieren wir es.
Resolution, stimmt. Die Auflösung ist ja erst nach allen Einstellungen und nicht vorher. Okay, dann probieren wir jetzt nochmal aus mit 9 Megapixel, wie das dann aussieht. Die letzten Jahre ist hier immer weniger Wasser gewesen. Jetzt ist hier kein Wasser mehr. Früher war das hier so hoch, dass man schwimmen konnte. Jetzt ist hier nur noch ein ganz kleines bisschen Modderpampe. Matsch, wo sich die Wildschweine, die Parasiten vom Leib rubbeln können. Und das war's. Das ist so traurig. Ich habe das die letzten Jahre ja schon immer beobachtet, dass hier immer weniger Wasser ist. Jetzt ist es weg. Also langsam wird es kritisch. Ich weiß nicht, ob was drauf ist. Ob überhaupt was aufgenommen worden ist. Oh, das geht immer sehr schwer auf. Da habe ich immer Angst, dass es alles abbricht. Gucken wir mal rein. Big Game. Big Game Tree Stands Icon. Viewfoto. Ja, es sind ein paar Aufnahmen drauf. Es sind sehr wenig Aufnahmen, aber die paar, die drauf sind, die will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die zeige ich euch natürlich. So, ich lasse die Kamera natürlich hier hängen. Die Batterien sind noch fast voll. Es sind ja auch 12 Stück drin. Und ich hoffe doch, dass ich hoffe doch, dass es ja mal richtig regnet über eine ganze Woche, dass sich das hier wieder erholt. Aber ich glaube, der Schaden, der jetzt entsteht bei der Trockenheit, ich glaube, das kann Regen auch nicht mehr gut machen. Es sieht zwar alles noch grün aus, aber es kämpft alles ums Überleben. Jede einzelne Pflanze kämpft hier um jeden Tropfen Wasser und nimmt den anderen Pflanzen auch alles weg, damit sie selbst überlebt. Deswegen grünt hier auch alles so kräftig. Es wird nicht mehr lange so aussehen, wenn das Wasser wegbleibt. So, damit verabschiede ich mich. Jetzt kommen die Aufnahmen von der Big Game Icon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Meine Videos kommen immer freitags um 12. Wenn ihr abonnieren drückt, verpasst ihr die nicht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Ciao. Euer Vari. Wenn ich bei der, weil man mal, alter Schwede, tada, oder wie auch immer die heißt.